Aber ich habe es jetzt schon mal angedeutet, da ist der Unterschied zwischen Lehrbuchmeinung, Theorie und Wissenschaft und halt eben der Praxis vor Ort recht ausgeprägt, insbesondere bei der Holzernte. Denn wir haben folgendes Problem. So ein Harvester, der mag pro Stunde nur 100 Euro kosten, aber in der Anschaffung, wenn man sich dann einen eigenen Harvester daheim in die Garage stellen möchte, dann ist der natürlich unendlich teuer. 100.000, 200.000, da gibt es verschiedene tolle Modelle, die da enorm viel Geld kosten. Da kann man auch noch mehr für ausgeben, je nach Situation. Das kann sich ein normaler kleiner Forstbetrieb in Deutschland niemals leisten. Jetzt gibt es zwei Optionen. Entweder man schließt sich zusammen und bildet einen riesengroßen Zusammenschluss von sämtlichen Forstbetrieben eines Bundeslandes. Zum Beispiel passiert in Baden-Württemberg und in Bayern. Gehen wir mal auf Bayern speziell ein, weil ich mich da am besten auskenne. Da gibt es die BASF, die Bayerischen Staatsforsten. Das war ein sehr umstrittener, gerade bei den Förstern, Zusammenschluss sämtlicher staatlicher Forstreviere, Forstämter zu einem Unternehmen, das zwar dem Land Bayern gehört, aber wirklich ein Unternehmen ist und auch als solches wirtschaftet und dann halt eben seinen Gewinn an den Staat ausschüttet. Quasi. Und die haben aber jetzt zum Beispiel, einer der Vorteile dieser ganzen Geschichte, da gibt es auch jede Menge Nachteile, ist eben, dass sie damit so groß sind, dass sie sich eigene Maschinen leisten können und die können jetzt, also jeder, der da in diesen Unternehmen als kleiner Förster quasi irgendwo tätig ist, kann den unternehmenseigenen Harvester, davon haben sie sogar mehrere, dann anfordern und der kommt dann und macht das dann da halt eben vor Ort. An der Stelle relativ kostengünstig für das kleine Einzelunternehmen im Unternehmen sozusagen, weil das fließt ja alles letztendlich in dieselbe Kasse. Und in so einer Situation geht das dann natürlich wieder. Und da hat man dann auch die Möglichkeit, dass man sagt, ja, der Harvester soll jetzt vielleicht doch zwei Wochen später kommen, weil wir sprechen ja von einem Naturraum und da gibt es natürlich auch natürliche Bedingungen, das Wetter zum Beispiel, die eben die Holzernte beeinflussen. Nämlich, es ist ganz entscheidend, wenn man eben mit so einer schweren Maschine auf dem Waldboden rumfährt, wie die aktuelle Beschaffenheit des Waldbodens gerade ist. Nämlich, ist er super trocken oder ist er gefroren, dann passiert garantiert wenig bis gar nichts. Gefroren passiert tatsächlich gar nichts. Da kann man auch mit einer 40-Tonnen-Maschine auf dem Waldboden rumfahren. Das ist dann gerade egal. Deshalb verlegt man viel Holzernte in den Winter in der Hoffnung, dass man dann halt eben gefrorene Böden hat. Leider kann man eben mit Frost im Winter nicht mehr wirklich rechnen und hat dann unter Umständen keine gefrorenen Böden. Jetzt gehen wir mal von dem Szenario aus, dass wir in Bayern sind, in einem normalen Forstamt, das der BASF angehört, im Staatswald. Und die haben sich bestellt auf den 15. Januar bis zum meinetwegen 30. Januar den Harvester, damit der da halt mal ordentlich Holz macht. Jetzt ist es so, dass es nicht zu erwarten, wie nicht zu erwarten war, am 15. Januar meinetwegen 12 Grad hat, so Durchschnittstemperatur. Und es hat die ganze Zeit geregnet und der Boden ist total nass, weil es war vielleicht vorher noch alles gefroren, jetzt ist alles geschmolzen und wir haben einfach nur einen Morast. Wenn man jetzt da mit dem Harvester durchfahren würde, würde man natürlich extreme Schäden anrichten und das gäbe einen Meter tiefe Rillen im Waldboden oder noch schlimmer. Also ja gut, viel schlimmer als ein Meter geht nicht mehr, weil der Boden in der Regel maximal einen Meter tief ist. Also das wäre schon quasi Worst-Case-Szenario. Jetzt gibt es natürlich in diesem Fall die Möglichkeit, dass man dann einfach bei der zuständigen Harvesterverwaltung seines großen Forstbetriebes anruft und denen sagt, Leute, bei uns hat es geregnet und getaut, könnt ihr vergessen, wir können jetzt mit dem Harvester nichts anfangen, dann machen wir enorme Schäden. Und dann sagen die, ja, okay, kein Problem, dann schicken wir den Harvester spontan nach Dingens, weil in Dingens hat es nicht geregnet und nicht getaut und da kann der dann ganz gut arbeiten, dann würfeln wir das so irgendwie um, dass das funktioniert. Problem gelöst, man verschiebt einfach den Termin der Holzernte zu einem günstigeren Zeitpunkt. Das hat zwar immer noch den Nachteil, dass man unter Umständen irgendwelche Exklusivverträge mit irgendeinem Sägewerk hat, den man versprochen hat, man würde ihnen am 17. Januar 100 Festmeter bestes Fichtenholz frei Haus liefern, quasi. Und jetzt hat man diese 100 Festmeter bestes Fichtenholz natürlich nicht und muss dann eine Vertragsstrafe zahlen, weil man aufgrund natürlicher Umweltbedingungen eben dann halt kein Holz liefern konnte.
Das ist halt immer super schwierig, wenn man es mit einem Wirtschaftsgebiet zu tun hat, das von der Natur lebt und logischerweise dann auch auf die Natur Rücksicht nehmen muss und die Natur sich einen Scheiß dafür interessiert, wann man seine Bäume fällen möchte. Während dann gleichzeitig das andere System dranhängt, nämlich das ökonomische System, das Wirtschaftssystem, das Planungs- und Kalkulationssicherheit braucht und ganz klar sagt, am so und so vielten hast du zu liefern, wenn du bis dahin nicht lieferst, dann hast du mir gefälligst Schadensersatz zu zahlen. Und meine Kunden, habe ich ja auch gesagt, die haben dann am 19. Januar ihre Bretter im Baumarkt liegen. Und letztendlich ist ja an sowas dann auch irgendwo wieder der Endverbraucher schuld, weil dem Endverbraucher könnte man zwar in einem sehr langen Vortrag und in einem sehr langen Video wie diesem hier erklären, warum es einfach mal an einem Tag Bretter im Baumarkt gibt und zwei Tage später dann keine Bretter mehr im Baumarkt oder auch mal eine ganze Monat lang keine Bretter im Baumarkt gibt, weil in diesem Monat überall in Deutschland so schlechtes Wetter ist, dass man keine Bäume fällen kann, in Anführungszeichen, und tatsächlich das Holz zwischendurch mal ausverkauft ist. Wenn man auf die Natur maximal Rücksicht nehmen müsste, müsste man wirklich die Wirtschaft der Natur anpassen und nicht die Natur der Wirtschaft. Und da muss ich jetzt meine eigene Forstbranche tatsächlich kritisieren. Man geht halt immer noch her und passt irgendwie die Natur der Wirtschaft an und versucht da einen super Kompromiss mit der Wirtschaft quasi zu finden und die Natur so weit anzupassen, dass die Natur mit der Wirtschaft einigermaßen konform geht. Es gibt Bereiche, in denen ist das natürlich noch viel, 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 viel schlimmer als bei uns in der Forstwirtschaft. Aber es findet auch bei uns irgendwo statt. Aber meistens läuft es halt dann doch eher noch gut. Aber ein Beispiel wäre jetzt halt eben, das war jetzt das Positivbeispiel, ne? Also die Geschichte mit den bayerischen Staatsforsten, die dann eben einfach entsprechend zwei Wochen später ihr Holz erst machen und dann eine Vertragsstrafe zahlen von weiß nicht wie viel Euro. Das ist ja noch bezahlbar unter Umständen. Es ist ja nur so, dass man dann quasi den Ausfall, den derjenige jetzt hat, weil er halt dann nur auch zwei Wochen später liefern kann, den müsste man dann quasi übernehmen. Da könnte man dann davon ausgehen, dass der Schaden, den man jetzt dann zahlen muss, der wirtschaftliche Schaden quasi geringer ist als der finanzielle Wert des Schadens, den man sonst an seiner Natur, an seinem Waldboden anrichten müsste. Übrigens an dieser Stelle, um vom Hundertstel ins Tausendstel zu kommen, muss man auch noch mal berechnen. Zunächst mal ist ein Gleis im Wald, ein Graben, ein Schaden am Waldboden erstmal ja kein wirtschaftlicher Schaden. Weil der Waldboden hat ja so gesehen, irgendwo kostet der ja nichts, weil der ist ja da und es kostet einen, dem Betrieb kostet es ja keinen Cent, wenn er irgendwelche Gleise in seinen Waldboden fährt. Das sieht scheiße aus, das schadet auch dem Wald, das hat auch diverse ökologische Konsequenzen, aber die spreche ich jetzt wirklich nicht an, sonst sitze ich hier morgen noch. Aber Geld kostet das erstmal keinen. Es ist ein ganz großes Problem im Wald, dass wir immer noch für sogenannte Ökosystemdienstleistungen, für die wir arbeiten müssen, um diese zu verbessern und zu erbringen und zu schützen und zu erhalten, keinerlei Geld sehen. Hingegen, wenn wir halt eben stattdessen solche Sachen einfach ignorieren und mehr auf die Produktionsebene und weniger auf die Schutz und Erhalten und Bewahren Ebene setzen, dann verdienen wir mehr Geld. Es kostet uns also Geld, die Natur zu erhalten. Es ist nicht so, dass uns das irgendwas bringen würde, finanziell gesehen. Das spielt also auch nochmal eine ganz große Rolle. Gut, jetzt kommen wir mal zum Negativbeispiel. Wir sind ein ganz kleiner Forstbetrieb, ein privater Forstbetrieb möglicherweise auch noch, der irgendeinem größeren Grafen gehört, der zufällig viel Wald hat, weil er es geerbt hat. Zwar wird unser kleiner Forstbetrieb von einem ausgebildeten Forstmann, also einem Experten, also sowas wie mir zum Beispiel, übrigens, man kann mich einstellen, gemanagt, aber ja, der hat halt jetzt das Problem, dass der keinen eigenen Harvester sich leisten kann, weil das eben nur ein entsprechend kleiner Wald ist. Und das würde absolut nicht gehen, dass der sich jetzt so einen 100.000 Euro teuren Harvester da irgendwo in die Garage stellt und dann steht er da und wird nur einmal im Jahr benutzt, weil das halt eben wirklich nur ein sehr kleiner Wald ist. Dann wären die Kosten für den Harvester, das würde sich niemals rentieren. Da gibt es so tolle Formeln, mit denen man sowas berechnen kann, aber damit würde ich euch jetzt auch nicht nerven. Der hat jetzt nur die Option, dass er ein Unternehmen engagiert, das einen Harvester hat und mit diesem Harvester quasi die Deutschlandtournee macht.
und überall dahin fährt, wo die Leute halt eben zu klein sind, um einen eigenen Harvester zu haben, wo die Leute unter Umständen auch so klein sind, dass sie gar kein eigenes Forstpersonal, also keine eigenen Waldarbeiter haben, weil die kosten ja auch immer im ganzen Jahr Geld, ob du jetzt nun gerade Bäume fällst, Bäume pflanzt oder ob schlechtes Wetter ist und alle in der Waldhütte hocken und sich langweilen, die kosten in jedem Fall immer Geld. Also das lohnt sich dann auch nur, wenn man ein ganz, ganz großes Unternehmen ist, eigene Waldarbeiter zu haben. So ein ganz kleiner kann sich das gar nicht leisten. Der holt eben stattdessen quasi die mobile Eingreiftruppe, zahlt die für die 2 Wochen, die die da sind und gibt denen sogar so gesehen auch nur einen Werksvertrag. Heißt, der sagt denen, ihr fällt mir jetzt da meine 17 Hektar Fichtenbestand und ich gebe euch dafür 40.000 oder was. Und dann ist das quasi so Deal. Und derjenige, dem der kleine Wald gehört, hat dann kein Problem damit, sich halt irgendwelche Arbeitnehmergeschichten noch großartig kümmern zu müssen. Wenn jetzt zum Beispiel diesem Forstunternehmer, der mit seinem Harvester ankommt, jemand krank ist, gerade eben in der Zeit, wo es drauf ankommt, wo die Leute gebraucht werden, dann ist das dem sein Problem. Und unser kleiner Förster muss sich da nicht drum kümmern und spart sich die Kosten dafür, seine Waldarbeiter zum Beispiel auch dann bezahlen zu müssen, wenn sie halt eben krank sind. Und das kommt im Forstbereich durchaus mal relativ häufig vor, beziehungsweise verletzt sind, weil das kommt noch häufiger vor. Aber so ein Waldarbeiter, der kostet halt das ganze Jahr Geld und so ein Unternehmer, den holt man sich halt mal für 2 Wochen, dann ist der wieder weg und dann kostet der auch nichts mehr. Und selbst in diesen 2 Wochen muss der halt gucken, wie er mit seinen Leuten klarkommt. Der kriegt fix Geld für die Leistung, die zu erbringen ist. Wie er das macht, ist egal. Und das ist jetzt auch wieder ein Riesenproblem, weil erstens, dieser Unternehmer hat natürlich Termine. Der hat jetzt keine Zeit, beziehungsweise der kann jetzt nicht einfach sagen, okay, jetzt hat es bei euch geregnet, euer Boden ist aufgeweicht, aber wir haben ja einen Vertrag, in dem drinsteht, dass ich jetzt am 15. Januar loslegen soll. Und jetzt kann ich das nicht, weil der Boden ist aufgeweicht. Wie soll denn das gehen? Soll ich jetzt hier 14 Tage rumsitzen und warten, dass ich jetzt hier endlich eingreifen kann und Holz machen kann und währenddessen verdiene ich quasi nichts? Das geht ja auch nicht. Und er kriegt jetzt auch nicht in 14 Tagen quasi von jetzt auf gleich irgendwo anders eine Alternativgelegenheit, wo er hingehen könnte. Also im schlimmsten Fall hockt er dann wirklich 14 Tage rum, verdient nichts und seine Maschinen stehen quasi da und er verdient nichts und seine Arbeiter kosten trotzdem Geld und er verdient nichts. Das kann ja auch irgendwo nicht sein. Das kann man ja auch so einem Mensch irgendwo nicht zumuten. Und was halt, da hat der halt einfach keine andere Möglichkeit. Und unter Umständen ist das vertraglich sogar so geregelt, dass das in jedem Fall eben gemacht wird von 15. Januar bis, keine Ahnung, 25. Januar. Und dann muss der das halt eben machen. Und wie der das dann macht, das ist so einem, der es von irgendwo kommt, in dem entsprechenden Wald, in dem er jetzt gerade ist, dass nicht sein Wald, der nicht sein Wald ist, dann gar nicht so wichtig. Weil das ist ja, wie gesagt, nicht sein Wald. Sein Herz hängt nicht an diesem Wald, dem örtlichen Förster, dem sein Herz hängt natürlich an seinem eigenen quasi Wald. Während dieser Unternehmer, dem kann das ja wirklich relativ egal sein, ob er da jetzt ein paar Schäden hinterlässt, der ist ja danach wieder weg. Daher ist das wirklich immer so eine Sache mit diesen Unternehmern. Natürlich geben die sich schon Mühe, dass sie ihre Arbeit richtig machen, weil sonst werden sie ja nicht nochmal engagiert. Aber sie geben sich nicht so viel Mühe und sind einfach nicht so vorsichtig, wie das jetzt eigene Waldarbeiter, die 30 Jahre lang im gleichen Wald arbeiten, mit ihrem Wald dann sind. Und da es jetzt immer mehr ganz kleine Forstbetriebe gibt, die sich eben keinen Harvester leisten können, gibt es immer mehr Leute, die diese Forstunternehmer sich herholen müssen, die das dann halt an Ort und Stelle schnell mal durchziehen. Das sind absolute Top-Kräfte, also ich will die jetzt nicht schlecht machen. Die sind holzerntetechnisch, sind die perfekt ausgebildet, machen das ganz super. Und wenn man bedenkt, in welcher Zeit und unter welchem Druck und teilweise auch mit welchen einfachen Maschinen auch, die das dann machen und dann auch noch super günstig, ist das eigentlich durchaus beeindruckend. Also ich will nicht an den Forstunternehmern rumschimpfen, dass das mit denen irgendwie schlecht wäre. Die Situation ist halt nun mal, wie sie ist. Das Wirtschaftssystem, wie wir es global haben, kommt mit einem auf Zufall basierenden Natursystem irgendwo nicht zurecht und man muss das Natursystem dann an das Wirtschaftssystem anpassen oder, und das wäre jetzt mal sehr innovativ, andersrum. Also, dass man sagt, ja gut, dann muss halt der Endverbraucher damit leben, dass es dann halt mal 3 Wochen lang keine Bretter im Baumarkt gibt. Jetzt mal ein einfaches Beispiel.
Schlimmer wird es dann, wenn es 3 Monate lang im Baumarkt kein Klopapier gibt. Wer kauft Klopapier im Baumarkt? Das will ich nicht. Egal. Also es ist einfach saumäßig schwierig und in vielen anderen Wirtschaftsbereichen ist das ja überhaupt kein Problem, dass man die Produktion an den Bedarf anpasst und so weiter und so fort. Da gibt es eben nicht diesen Unsicherheitsfaktor Wetter. Wetter ist nur ein Faktor in der Landwirtschaft und in der Forstwirtschaft und sonst nirgends. Vielleicht noch eventuell im Bau, wenn es ganz extrem wird, aber auch da muss es schon wirklich so richtig reinhauen, dass man da irgendwelche Abstriche machen muss. Ja. So kommt es dann halt gelegentlich dazu, dass man quasi gezwungen ist zu akzeptieren, dass die jetzt auch bei suboptimalen Bedingungen dann halt wirklich trotzdem mit dem Harvester da Holz ernten müssen, weil man es anders nicht bezahlen kann und B, zu einem anderen Zeitpunkt auch nicht möglich ist, weil man halt vertraglich gebunden ist und sich auch die Strafen, die man sonst zahlen müsste, nicht leisten kann als kleines, möglicherweise sehr kleines Forstamt, möglicherweise sehr kleines Waldunternehmen. So, jetzt hatte dieser sehr schöne, tolle, lange Kommentar ja noch einen zweiten Teil. Den werde ich jetzt nochmal einblenden, damit ihr dann quasi sehen könnt, dass es auch Positivbeispiele gibt, an denen das offensichtlich nicht so abläuft, wie eben im ersten Teil beschrieben, also des ersten Teil des Kommentars. Da muss man jetzt natürlich dazu sagen, eben auch gerade deswegen, weil wir halt im Wald ist nicht gleich Wald und wir verschiedene Böden haben und verschiedene Bedingungen. Es gibt im Übrigen auch Böden, die man auch bei totaler Feuchtigkeit trotzdem mit dem Harvester wunderbar befahren kann. Es gibt aber auch Böden, die man mit dem Harvester auch unter sehr guten Bedingungen eigentlich nicht befahren sollte. Da wird es dann teilweise trotzdem gemacht und da muss ich dann sagen, da ist dann Stümper at work. Da müsste man sich einfach eine andere Möglichkeit suchen, um da sein Holz zu ernten. Das kann irgendwo nicht sein, dass man weiß, das geht kaputt und es dann trotzdem macht. Das halte ich für falsch. Also da ist irgendjemand zuständig, der irgendwie keine Ahnung von dem hat, was er tut, vorsichtig ausgedrückt. Gut, aber wie gesagt, hier der zweite Teil vom Kommentar, es geht auch anders. Und da ist jetzt natürlich ausschlaggebend einfach das Kostenargument, was ich am Anfang gebracht habe, dass die hochmechanisierte Holzernte viel billiger ist, als wenn man das jetzt ganz langsam und gemütlich mit dem Waldarbeiter mit der Kettensäge macht. Dieses Argument spielt keine Rolle mehr, wenn man es zum Beispiel mit dicken Eichen zu tun hat. Weil dicke Eichen kann der Harvester mit seinem Greifarm nicht hochheben und abschneiden. Das geht nicht, dafür reicht der Greifarm dann irgendwann nicht mehr aus, weil so eine dicke Eiche wiegt halt mal ein paar Tonnen. Da muss dann wirklich der spezialisierte, hochtoll ausgebildete Waldarbeiter hin, der weiß, wie man so eine Eiche dann mit der Kettensäge kleinkriegt, in Anführungszeichen. Und wenn man jetzt bedenkt, dass man pro Kubikmeter, pro Festmeter Fichtenholz nur 100 Euro bekommt, wo man dann wirklich auch wichtig, wo es wichtig ist, wo es eine entscheidende Rolle spielt, ob man eben Holzerntekosten von 12, 13 oder 30 Euro hat oder 35 Euro oder 40 Euro, da sinkt der Gewinn dann ganz schnell ziemlich zusammen. Zumal die ganzen Fixkosten des Betriebes kommen hier auf alles Holz, was man verkauft, auch noch oben drauf. Also es sind nicht nur die reinen Holzerntekosten, das sind ja variable Kosten, sondern es kommen auch die Fixkosten dazu. Wenn man ein bisschen BWL gelernt hat, kann mit den Begriffen was anfangen. Das heißt, es ist also wirklich sauteuer und da spielt es eine erhebliche Rolle, ob man jetzt eben 12 oder 30 Euro Holzerntekosten hat. Wenn man aber hingegen Eichen erntet, die pro Stammstück so ein richtig schönes, massives Stück Eiche, so eine richtig alte Eiche, vielleicht 100, 200 Jahre alt gewesen, irgendwo dazwischen werden Eichen normalerweise geerntet, die bringt pro so ein Stammstück locker mal so 1000, 2000, auch 3000 Euro oder so Späße. Also da ist dann richtig Geld im Spiel. So der Festmeter Eichenholz, der liegt so durchschnittlich so bei 500. Euro. Also da ist es dann nicht mehr so wichtig, ob man jetzt 12 Euro für die Holzernte zahlt. Das wäre auch einfach unmöglich bei diesen massiven Trümmern, die man da aus dem Wald holen muss. Da kann man sich dann sogar leisten, 100 Euro für die Holzernte auszugeben. Na klar will man das dann immer noch möglichst gering halten, damit man natürlich möglichst viel dran verdient. Weil man muss dann auch wieder rechnen, klar im ersten Moment hat man natürlich einen Haufen Kohle, wenn man da so richtig viel Eichenholz verkauft, aber das Produkt Eichenholz hat man ja auch eben 150 bis 200 Jahre lang produziert. Also pro Jahr gerechnet
gerechnet, in denen die Eiche da stand, hat die dann nicht mehr so viel Geld abgeworfen. Da geht es dann wirklich nur noch um Centbeträge, interessanterweise. Also auch diese Langfristigkeit der Produktionsräume in der Forstwissenschaft ist so ein in der Forstwirtschaft ist so ein ganz besonderer Aspekt, der das Ganze super kompliziert macht, und man kann da ganz viel rechnen und viele komplizierte Formeln drauf anwenden, und das ist auch durchaus spannend. Wenn ich mal gar nichts zu tun habe, erkläre ich euch mal so ein paar forstfinanzmathematische Formeln. Die sind ganz lustig, da kann man sich wunderbar drüber aufregen und verzweifeln. da landet der Storch da drüben. Ja, hier sind ja schon tolle Vögel unterwegs. Worauf wollte ich denn jetzt hinaus? Das hat mich der Storch aus dem Konzept gebracht. Genau, also in so einer Situation, wo man halt den Eichenwald hat, da kann man sich's einfach leisten, extrem schonend vorzugehen. Das ist dann auch einfach drin, das geht. Ein solcher Betrieb, der kann das dann einfach. Der hat die finanziellen Möglichkeiten und ist nicht darauf angewiesen, auf Teufel komm raus zu sparen. Jetzt kann man natürlich sagen, ja gut, und warum gibt es dann nicht überall so tolle Eichenwälder, wo man dann viel mehr Geld mit verdienen kann? Stimmt ja nicht, dass man damit im Endeffekt mehr Geld verdient. Es kommt dann nur weniger eben auf die variablen Kosten der Holzernte an. Weil Eiche, da kriegst du zwar viel mehr Geld für, aber das steht auch 2,5-mal so lange da wie Fichte. Wie gesagt, es ist nun mal eben nicht so einfach, und in manchen Bereichen sind die Holzerntekosten das Schlüsselschräubchen, an dem man schrauben kann, um halt eben mehr oder wenig Geld zu verdienen, und in anderen Bereichen sind sie es eben nicht. Deshalb kann man da nicht so gut Eichen mit Fichten vergleichen. Also Äpfel mit Birnen sind auch Bäume. Es ist einfach wirklich richtig, richtig kompliziert, und man muss schon ganz, ganz, ganz tief in die Materie eintauchen, wenn man in allen Details und mit allen Zusammenhängen wirklich verstehen will, was für solche Gleise im Boden dann letztendlich verantwortlich ist. Das sind wirklich Dinge, die ich nicht in 10 Minuten erklären kann, und jetzt im Rahmen dieses Videos denke ich schon, das Ganze einigermaßen angerissen zu haben, aber es gibt noch viele Hintergründe, die man noch weiter ausführen könnte, und ich könnte noch 2-3 Stunden weiter labern, wenn ich das dann wollte. Aber jetzt müssen wir ja noch unbedingt auf die nachhaltige Forstwirtschaft zu sprechen kommen. Das haben wir uns auf die Fahnen geschrieben, weil wir das nachhaltigste Wirtschaftssystem sind, das tatsächlich primäre Naturgüter verkauft. Da gibt es einfach nichts Besseres. Das heißt, wir sind nicht perfekt nachhaltig. Das sind wir nicht. Das geben wir in der Regel nicht zu, weil wir natürlich auch irgendwo Marketing für uns machen wollen. Und man macht kein Marketing, indem man zugibt, dass man nicht toll ist, sondern man behauptet natürlich, man wäre perfekt nach Möglichkeit. Und warum man das so tut, weiß ich nicht. Ich persönlich bin kein Freund von Leute anlügen aus Werbezwecken, aber auch wir Förster, beziehungsweise wir Forstwissenschaftler, beziehungsweise unsere Branche vor allen Dingen, der Einzelne wahrscheinlich eigentlich weniger, aber zumindest unsere Branche behauptet halt eben auch gerne, dass wir perfekt wären, was halt eben nicht stimmt. Das System, wie es auf dem Papier steht, sieht ja eben nicht vor, dass es vorkommt, dass wir solche Schleisen in den Wald fahren. In der Theorie passiert das also nicht. In der Praxis kann man es einfach manchmal nicht vermeiden, weil die Umstände, die völlig zufallsbasiert sind in der Natur, plus die Planungssicherheit aus der Wirtschaft einfach eben nicht zusammenpassen, und es dann Situationen gibt, in denen man entweder draufzahlt oder eben die Natur beschädigt. Und das kannst du jetzt schön von oben herab aus dem Elfenbeinturm der Wissenschaft sagen, dass man dann in solchen Situationen trotzdem in jedem Fall schützen muss und in jedem Fall sagen muss, nein, dann zahlen wir lieber drauf, als dass wir jetzt Gleise in den Wald fahren. Aber wenn man der kleine Mensch vor Ort ist, der davon lebt, dass er da jetzt das Holz ummachen darf und der mit Mühe und Not seine Waldarbeiterchen bezahlen kann, beziehungsweise versucht sie zu bezahlen oder sie eben auch nicht bezahlen kann, wenn du dem dann da vor Ort erzählst, dass es jetzt unglaublich wichtig für die Nachhaltigkeit ist, dass der Waldboden maximal geschützt wird und geschont wird,
Ja, das ist so ähnlich, wie wenn du dem Indianer im brasilianischen Regenwald, auch wenn es da nochmal extremer ist, erzählst, dass der Regenwald jetzt gerettet werden muss und er aufhören muss, dem Ex-Indianer wohlgemerkt, jetzt hier für die großen chinesischen Konzerne oder sonstige Konzerne aus welchem Land auch immer, hier Raubbau an der Natur zu betreiben. Dann würde er dir auch den Vogel zeigen und darauf hinweisen, dass die Alternative im Verhungern von ihm und seiner Familie besteht. So gesehen kann ich es niemandem übel nehmen, wenn es dann in Situationen, in denen es nicht anders geht, dazu kommt, dass es solche Gleise im Wald gibt, und ich finde die auch nicht schön. Aber es ist halt eben kompliziert. Es ist nicht so einfach zu sagen, dass das System in der Hinsicht dann nicht richtig ist. Das ist halt dann einfach ein Einzelfall, wo es dann halt mal schief gegangen ist. Wie man das lösen könnte, wie gesagt, wenn ich das wüsste, dann wäre ich Professor eines enorm angesehenen Lehrstuhls, einer enorm wahnsinnig angesehenen forstwissenschaftlichen Studienfakultät, an der TU München zum Beispiel. Oh, Schleichwerbung. Das war nicht geschlichen, okay. Wie auch immer, jedenfalls, nee. Das ist schwierig. Nochmal zum Thema Nachhaltigkeit. Trotzdem, wenn manchmal was schief läuft, sind wir immer noch das nachhaltigste Wirtschaftssystem, das es eben gibt. Weil letztendlich nutzen wir ja nur das an Holz, was in der gleichen Zeit nachwächst, womit wir das Kriterium der Nachhaltigkeit bis in alle Ewigkeit nur das zu nützen, was nachwächst, damit auch alle Folgegenerationen bis in alle Ewigkeit in der Lage sind, genau die gleiche Menge Ressourcen zu nutzen. Heißt, die Ressourcenbereitstellung auf dem Level, das wir jetzt haben, ist tatsächlich bis in alle Ewigkeit gesichert. Und inwiefern jetzt da jetzt so ein paar Gleise im Waldboden, Furchen, wie auch immer, die Nachhaltigkeit wirklich gefährden, das ist jetzt wieder was, wo die Wissenschaft da natürlich dran ist. Wie stark ist denn der Schaden durch sowas? Sind wir übrigens, das gibt es auch viel, was da geforscht wird, sind wir wirklich nachhaltig oder exportieren wir doch zu viele Nährstoffe durch unsere Holznutzung? Wird das auf lange, lange Zeiträume gesehen dann irgendwann doch ein Problem sein? Für die nächsten 100 Jahre, also so rein nährstofftechnisch gesehen, sind wir auf den meisten Waldböden tatsächlich maximal nachhaltig. Da wird also erstmal wirklich überhaupt nichts passieren, da läuft alles gut. Es gibt aber ein paar Sonderstandorte, an denen das Ganze dann irgendwann mal kritisch werden könnte. Und die Forstwissenschaft ist da sehr stark am Forschen und am Tun, um eben die Forstwirtschaft noch weiter voranzutreiben. Übrigens ist es überaus schwierig, Forstwissenschaft und Forstwirtschaft unter einen Hut zu bekommen, weil die Forstwirtschaft über sehr lange Zeiträume denken muss, weil so ein Baumleben, ein Zyklus, Produktionszyklus halt mal locker 80 Jahre geht. Wenn es ein ganz schnell wachsender Baum ist, dann dauert es 60 Jahre. Trotzdem, so lange arbeitet kein Mensch, also zumindest noch nicht. Heißt, man hat immer ein über Generationen übergreifendes Leben, Denken in einem Produktionszyklus. Das ist in der Landwirtschaft auch anders. Die bauen teilweise 2 bis 3 Mal Getreide pro Jahr an oder was auch immer. Durch dieses langfristige Denken, das man dann eingeimpft bekommt in seine Ausbildung, in seinem Tun, in seinem Machen, was ja auch schön ist, was ich auch gerne so tue, hat man aber auch das Problem, dass irgendwelche Neuerungen, die innerhalb von 2 Jahren erforscht werden, ganz schwer zu übernehmen sind in dieses langfristig gewachsene System, das man in seinen Köpfen drin hat. Auch da kann ich wieder gut verstehen, dass dann eben die Forstwirtschaft, die langfristig denkt, langfristig auch nachdenkt, um eben Neuerungen, die aus der nicht ganz so langfristig denkenden Forstwissenschaft kommen, zu übernehmen. Das macht die Sache noch mal schwieriger. Die allerneuesten und innovativsten Verfahren und wissenschaftlich besten Verfahren sind also noch lange nicht in der Forstwirtschaft, in der Praxis angekommen. Auch das ist natürlich wieder ein Unterschied zwischen Theorie und Praxis. Aber auch umgekehrt gibt es natürlich ganz oft Situationen, wo irgendwelche Förster nicht empirisch belegen können, warum in ihrem Wald alles unglaublich toll ist. Aber es ist trotzdem so und die Wissenschaft kann es halt noch nicht erklären, weil es noch nicht genug Untersuchungsmaterial dazu gibt und da diese wissenschaftliche Methode, die eben auf der Empirik beruht und auf der Falsifizierbarkeit von Hypothesen beruht, und jetzt schweife ich aber wirklich ab und gehe so richtig krass ins Detail, aber diese Methode ist zwar gut,
aber braucht eben enorm viel Zeit, um dann wirklich eine Aussage treffen zu können, die dann zwar auch wirklich wissenschaftlich gesehen statistisch richtig ist, unter Umständen funktioniert es aber auch ohne. Gibt es auch viele Beispiele. Gut. Ich weiß nicht, ob ich jetzt damit diese Frage bzw. diese Situation wirklich in aller Ausführlichkeit erklärt habe. Ich habe auf jeden Fall sehr viel erklärt, denke ich. Und ich glaube, es ist an dieser Stelle auch genug. Konkrete Fragen nochmal zu irgendwelchen Details und sonst wie, bitte gerne in die Kommentare. Und ich habe ja bereits am Anfang hinzugefügt, dass es sich hierbei um ein Mammutvideo handelt. Es ist also bitte hoffentlich niemand entsetzt, dass es sich wirklich um ein Mammutvideo handelt. Und ich habe jetzt auch darauf geachtet, dass ich nach Möglichkeit ganz wenig Schnitte reingepackt habe. Habe keinen Versprecher rausgeschnitten. Die paar Schnitte, die drin sind, sind dann wirklich nur, weil ich mal zwischendrin zweimal oder dreimal ein bisschen nachgedacht habe. Ich glaube eine Minute oder was. Und die braucht euch nicht angucken, wie ich hier eine Minute vom Baum hocke und nichts sage. Das ist das Einzige, was weggeschnitten ist. Alles andere ist noch drin. Und das ist jetzt halt eben so lang, wie es lang ist. Immerhin spare ich enormsten Schneideaufwand bei der Nachbereitung dieses Videos. Nur für Hardcore-Interessierte und ja, sowas wird es wieder geben, wenn ihr mir eine ganz, ganz schwere, philosophische, schwer zu erklärende Frage stellt. Nur zur Information. Gut, dann wünsche ich euch auf jeden Fall einen schönen Abend. Gehe davon aus, dass das ist. Meine bisherige Statistik sagt ja, dass ihr meine Videos immer abends anschaut. Demzufolge ist schöner Abend wünschen durchaus angemessen. Macht's gut.